Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es ist jetzt doch noch Samstagabend. Ich mache jetzt doch noch eine Aufnahme mit mindestens einem Spiel, vielleicht auch zwei. Ich hoffe es. Ich habe einfach Bock, noch mal Modeste Test mit seinem neuen Champions League Style Maestro. Da hat er halt einen deutlich besseren Passwert und ich brauche halt einfach einen mitspielenden Stürmer. Das habe ich gemerkt. So dass der Passwert bei mir nicht zu unterschätzen ist. Und der einzige Unterschied zwischen Maestro und Marksman ist halt, dass seine physischen Werte nicht nochmal geboostet werden. Und ich glaube, die brauchen keinen Boost mehr. Also macht er jetzt vielleicht auch noch ein paar Vorlagen. Ach so, Moment. Er hat jetzt wie viele Spiele? 13 Spiele und 6 Scorer. Es würde ja schon komplett reichen, wenn er die 50% weiterhält. Dann wäre er immer noch besser als der Rest, den ich getestet habe. Stindel, den könnte man theoretischerweise auch als ZOM benutzen. Und was habe ich hier? 13 Modest. Und 6 Vorlagen. Genau, Stindel gibt halt auch ein mega, also von den Werten her jetzt, mega, also Man of the Match Stindel, mega geilen ZOM ab. Den könnte man natürlich auch testen als ZOM, logischerweise, hatte ich auch vorher schon gesagt. Den könnte man aber sogar rein theoretischerweise als Sechser spielen, als ja ZDM. Da müsste er sich natürlich an Bentaleb vorbeisetzen. Aber der spielt eigentlich zurzeit so überragend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stindl da besser als Bentaleb als Sechser ist. Das heißt, sollte jetzt zum Beispiel Modest funktionieren als Stürmer, dann würde ich vielleicht mal irgendwann, wenn ich Bock drauf hätte. Vielleicht mal Stindl als ZOM testen, Man of the Match Stindl. Aber nur wenn ich Bock drauf hätte, weil ich weiß, wie gut Müller ist. So, jetzt aber Modest. Ich denke, ich habe ein gutes Gefühl bei Modest. Ich weiß auch nicht. Ich hatte auch bei Man of the Match Stindl und bei Chicharito ein gutes Gefühl. Aber bei Modest habe ich jetzt ein noch besseres Gefühl, weil ich mir halt fast sicher bin, dass die beiden Situationen, die Dass die beiden Situationen, die Stindl liegen lässt, einmal der Kopfball, dann, das ist auch ein gutes Team, Papadopoulos in der Innenverteidigung, interessant. Einmal der Kopfball und dann aber auch die Abschlusschance im letzten Spiel, flach ins lange Eck. Ich bin mir einfach sowas von sicher, dass Modest die reingemacht hätte. Ich weiß nicht wieso. Und ich weiß halt, dass Modest auch das ein oder andere Zaubertor mehr gemacht hat als Stindl und halt auch das ein oder andere Tor, wo einfach nur den Gegner vom Ball weghält und deswegen dann das Tor macht, was halt Stindl auch nicht gemacht hat, weil Stindl einfach nicht so den krassen Körper hat wie ein Modest. Modest hat auch das Attribut Stärke. Ganz in Ruhe. Und mittlerweile muss ich halt zugeben, bin ich irgendwie ganz froh, wenn ich einen Stürmer habe, der halt auch Kopfballtore machen kann. Ich finde es gerade mega schwer, in die Mitte zu kommen. Sein blöden Sanchez da. Wie war ich denn da bitte als letztes dran? Wollte ich mal reinflanken, aber ich habe noch eine Sekunde Zeit gebraucht. Aber ich sollte jetzt auch nicht versuchen, auf Krampf hier immer reinzuflanken. Einfach Konzentration hochhalten. Gut spielen. Dann wird das schon. Schwacher Pass. Okay, das war gar nix. Scheiße, jetzt gibt's ein Tor, weil. Okay, es gibt kein Tor, weil er einen schlechten Abschluss macht oder schlecht schießt oder Fährmann gut ist, aber das hat ein Hummels da gemacht. Wir hatten doch den Ball. Papadoulos vergisst den Ball. Gebt mir doch mal wieder einen schwachen Gegner. Aber egal, ich brauche keinen schwachen Gegner. Ich muss einfach nur selbst konzentriert spielen. Konzentriert spielen.
So, dann nehmen wir halt mal die Ecke mit. Wenn wir nicht in die Mitte kommen, nehmen wir halt mal die Ecke mit. Und jetzt haben wir ja auch Modest, Kopfball stark, der macht das Ding einfach rein, komm. Boah, abgefälscht, schade. Bendeleff hat auch so eine Präsenz. Ich glaube nicht, dass ein Stindl als Sechser da geiler kommt, aber man weiß es nicht. Man muss es halt theoretischerweise testen, aber ganz ehrlich, ich habe einfach zur Zeit, man ist auch irgendwann satt, ne, mit dem Testen. Das ist halt das Ding. Also wenn man lange immer das gleiche Team spielt, ist es auf jeden Fall so, dass man Bock bekommt zu testen und sich denkt, boah, mal wieder einen neuen Spieler testen. Aber wenn man dann so viele... Wenn man dann so viele Spieler getestet hat und einfach immer dann unzufrieden ist, das nervt einfach so krass dann. Aber das war jetzt schon wieder ohne Scheiß. Ich weiß, es klingt total lächerlich, aber die eine einzelne Aktion von Modest hat sich schon wieder so gut angefühlt. So viel besser als die ganzen Aktionen vorher. Ich musste mal kurz, ne? Als die ganzen Aktionen vorher mit Stindl. Er stellt sich gut hin, er schafft es fast, sich dann noch durchzuwursteln. Es war einfach gut gemacht von Modest und er kommt da fast zu einem guten Abschluss. Abseits. Das kann doch nicht sein. Vorher bin ich doch auch mit den Wusel, mit den kleinen Wuselspielern zurechtgekommen. Jetzt brauche ich wohl irgendwelche Monster oder was? Ganz merkwürdig finde ich das. Aber es kann halt sein, dass sich die Abwehrarbeit der Gegner geändert hat und jetzt gegen die Abwehrarbeit, die die Gegner mittlerweile am Start haben, dass da halt einfach solche Spielertypen dann mir besser liegen. Oder mein eigenes Spiel hat sich vielleicht auch geändert, aber das sollte ja eigentlich variabler geworden sein und nicht schlechter. Ball soll auf Vidal gehen. Der macht das leider gut. Ich würde gerne mal wieder in eine Abschlusssituation kommen. Nice. Okay, andere Formation vielleicht. In der Halbzeit. Ich glaube, wir brauchen eine andere Formation, oder? Spielen wir mal das 4-3-2-1. Ach, mir tut das immer noch so leid mit Man of the Match Stindl, aber was soll ich machen, Mann?
Ich will mir auch nicht so richtig eingestehen, dass es nicht funktioniert mit ihm, aber es ist halt einfach so. Krass, dass ich nochmal irgendwann auf Modest zurückgreife, das hätte ich nie gedacht. Es muss am Spielstil liegen, es geht gar nicht anders. Ich gehe davon aus, dass gegen die leichten Gegner wahrscheinlich mir dann das Agile besser liegt und gegen die. Und gegen die guten Gegner, die besser verteidigen, dann einfach mehr einen Panzer braucht, der durchrammelt. Ja, ich habe auch mal geschossen, weil ich nicht durchgekommen bin. Ich sage euch so, wie es ist. Vidal hat einen guten Distanzschuss. Warum soll man ihn ja nicht mal probieren? Das hätte ich echt nicht gedacht, dass er das noch schafft, da. Scheiße, das war ein dummer Fehlpass. Scheiß. Nicht aufregen. Mich regt auf, dass er halt wieder so einen verfickten Distanzschuss, mit dem ich einen bescheuerten Sand hinbekommt. Aber es war meine Schuld, es war meine Schuld. Es war einfach meine Schuld. Sinnloser Ballverlust, der da nicht sein darf. Und dann macht das leider genau wie ich. Macht einen sinnlosen Distanzschuss, weil er nicht durchkommt. Und erzeugt natürlich das Tor. Was sonst? Ich hatte nicht das Glück mit Vidal. Aber egal, wir haben noch genügend Zeit für das 1-1. Schwacher Pass. Wechsel mal. Die Formation funktioniert auf jeden Fall besser, aber egal, wir müssen einfach noch besser durchkommen. Oh, ich habe wieder vergessen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, rege ich mich über mich selber auf. Vergessen, Latzer auf die Bank zu nehmen. So, jetzt können wir es ja eigentlich auch offensiv wechseln. Modest möchte ich nicht wechseln, der ist mir eigentlich zu gut. Überlege ich noch einen Bellarabi statt Müller reinnehmen. Schön, eine sinnlose, dumme Flanke aus dem Scheiß fallen, die überhaupt nicht gefährlich kommen darf.
Was für ein Dreckslacker, ey. Kommt, Jungs, kommt, Jungs. Wir kommen einfach nicht durch. Los jetzt, macht noch mal mit. Wieder lag er sich den zweiten Ball. Wieder lag er sich den zweiten Ball. Wieder lag er sich die Scheißecke. Oh, toll. Schwacher Ball von Bellarabi, der hat volle Power. Ich kann nicht mehr, ich dreh durch, ich kann einfach nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht mehr ruhig zu bleiben. Nicht bei dieser Scheiße, die ganze Zeit passiert. Wieder hat er den zweiten Ball. Halt's Maul, ey. Ich mache kein weiteres Spiel nach dem hier in der Aufnahme. So ein Lacker, ey. So ein scheiß Lacker. Fuck you! Das regt mich auf, das scheiß Dreckspiel. Ja, ich bin unten, ich schaff's nicht mehr. Ich mache mir auch kein weiteres. Ich häng keins mehr ran. Kommt schon, eine Chance. Kommt, Jungs. Ja! Ja! Verdammt nochmal! Ja, und wieder Müller. Müller macht gerne mal so einen krassen Distanztreffer, so einen wichtigen. Komm schon, jetzt drehen wir das Spiel. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Kommt schon. Kommt schon. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Komm schon. Konzentrieren. Komm schon. Komm schon. Oh, getunnelt, nice. Kommt mal bitte einer. Wie er es halt einfach immer richtig antizipiert, ist so krass. Man macht es halt echt nicht schlecht. Danke, dass du noch mich faulst, weil dabei wäre sowas weg gewesen. War natürlich eigentlich rot, weil der Ball schon lange weg war, aber egal. Wer hat denn Vidal gelb bekommen?
Schuss wurde leider geblockt von Modest, aber egal. Oh, krass. Ja! Oh mein Gott, was für ein Ding! Bendalip! Ich sag doch, Stindl wird nicht besser als Bendalip sein, was der für Dinger raushaut. Oh mein Gott, wie schwer das da war. Natürlich auch krasser Fehler vom Gegner und dann zack, Dropkick mit dem starken Linken ins lange Eck rein. Ach du Scheiße, wie der Gegner gerade abkotzen wird. Ich werde trotzdem kein weiteres Spiel aufnehmen. Ich glaube, ich bin jetzt trotzdem moralisch angeschlagen. Selbst wenn jetzt, ich gewinne hoffentlich. Also ich werde jetzt mir alle Mühe geben. Ich werde aber aufs 4-2-3-1 wieder zurückwechseln. Ich werde jetzt natürlich alle Mühe geben, das Ding hier zu gewinnen, nachdem ich es gedreht habe, aber Müller, Ribéry, ich glaube, dann nehme ich Bellarabi. Wir haben jetzt alle Mühe gegeben, natürlich das Ding zu gewinnen, aber ich werde trotzdem keine weitere Aufnahme machen, weil ich einfach moralisch angeschlagen bin. Wenn es im nächsten Spiel dann wieder beschissen läuft, dann werde ich es wieder nicht schaffen, durchzuhalten. Ich kenne mich doch. Dann lieber der Tag Pause, dann habe ich auch morgen wieder die neuen Spiele. Lieber dann drüber schlafen und. Ja, ich hab's nicht mehr geschafft, nach Ende zu dribbeln. Ach, kein Abschluss, schade. Der Ballverlust ist einfach sinnlos. Wenn ich jetzt ein Tor fresse, ist wieder meine Schuld. Erste Halbzeit. Komm schon, einfach dranbleiben. Noch ein drittes machen. Komm jetzt. Komm schon, mach keine dummen Ballverluste mehr. Schmeiß den Ball zur Not raus, wenn es nicht anders geht. Nicht, dass er jetzt auch noch so einen Distanztreffer macht. Oh, Modest ist komplett im Arsch. Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, er rennt durch. Keine Ahnung, wo der die Ball hinpasst, aber es macht nichts, Hauptsache er ist weg. Ich schicke Ribéry in den Lauf, damit ich ihn anspielen kann. Er geht aber nicht. So, jetzt haue ich den Ball mal weg, weil ich keinen Bock mehr habe, hier so eine Scheiße rauszuspielen. Kriegt schon wieder den zweiten Ball. Ist unglaublich. Komm, 116. Wir brauchen einfach nur Zeitspiel betreiben. Lass ihn echt drin, den Ball. Fuck. Ribéry, volle Power und es reicht halt nicht, ne? Sehr geil. Nicht so geil. Oh, geschafft. Geschafft, Freunde, geschafft. Oh. Oh, was für ein anstrengendes Spiel. Nicht verdient, würde ich sagen, dieser Sieg. Mindestens das Unentschieden, vielleicht sogar der Sieg, wäre verdienter gewesen für den Gegner. Von daher, aber Modest, ich weiß, er hat kein Tor gemacht und keine Vorlage, aber er hat sich trotzdem schon besser angefühlt in dem Spiel als Stindl. Ich würde sogar sagen, ich habe ein bisschen
zu sehr versucht, mit Modest selber das Tor zu machen, als vielleicht nochmal den besser Positionierten anzuspielen. Das muss ich mir vielleicht selber vorwerfen, aber ich finde, er fühlt sich einfach schon besser an. Also, er macht auch, er hat einfach eine höhere Präsenz auf dem Schlachtfeld, sage ich mal. So, ich nehme jetzt nicht noch was auf in der Folge, das reicht mir jetzt. Ich, ja, bin moralisch angeschlagen, wir machen es dann am nächsten Tag weiter. Ja, 12 Siege, noch 9 Spiele, das sieht doch mal ganz gut aus. Wohin uns die Reise führt, ist erstmal egal. Wir haben unser Gold-3-Rang erreicht, das heißt, wir sind nächste Woche wieder dabei. Sehr geil. Ach so, kann man eigentlich schon sehen, was übernächste Woche ansteht? Nächste Woche dürfte ja überhaupt gar keine Voraussetzungen sein. Nee, Thema stellen wir falsch. Das heißt, nächste Woche können wir mal wieder ein bisschen preiswerter spielen, nämlich einfach nur mit zwei Mannschaften, ohne dass wir Fitnesskarten brauchen. Ich merke jetzt auch nicht, dass es einen Vorteil hätte, immer mit einer Mannschaft zu spielen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit der Bundesliga jetzt mehr eingespielt bin, weil ich die ganze Zeit die spiele. Eigentlich gar nicht. Von daher ist es ja auch nicht für die Zukunft, für mich persönlich sinnvoll, Fitnesskarten zu nehmen. Oh, auch keine. Was ist denn das? Der soll's doch lieber mal einen Wechsel machen. Eine Woche mit Voraussetzungen, eine nicht. Jetzt hatten sie 2 Wochen super krasse Voraussetzungen, jetzt wieder 2 Wochen lang gar nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.